Mein Lieben, einen wunderschönen Start in diesen Samstagmorgen ins Wochenende, wobei uns Krypto ja komplett das Wochenende genommen hat, deswegen einfach einen schönen Start in diesen Samstag. Wir wollen zuallererst mal in die Glassnode Studios schauen und zwar werden hier die On-Chain-Daten sehr, sehr schön auch aufbereitet. Die meisten sind für den kostenlosen Zugang nicht zugänglich, nichtsdestotrotz können wir da schon ein paar interessante, zumindest interessante Momentaufnahmen mitnehmen, die uns jetzt nicht unbedingt versprechen, dass wir genau wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Das funktioniert im Generellen auch nicht. Davon sollten wir uns definitiv schnell verabschieden. Aber wir können mal sehen, dass das Momentum quasi an neuen Adressen langsam zugenommen hat. Und zwar sehen wir hier oben in diesem grauen Chart den Bitcoin-Preis. Und wir sehen quasi hier unten die Neuanmeldung bzw. die neuen Adressen. Und die steigen zum ersten Mal wieder. Was wir hier letztendlich so im Gesamtkontext sehen können, ist entsprechend, kleinen Moment, ich nehme mal hier meinen Marker, dass wir, ja, seitdem wir hier quasi Tief und Hochs bekommen haben, auch die neuen Adressen abgenommen haben. Das heißt, eigentlich hat dieses Interesse, sich jetzt Bitcoin einzukaufen oder generell mit Kryptowährung zu handeln, deutlich abgenommen, als entsprechend auch der Preis nach unten abgenommen hat. Und wir sehen, wir haben hier sogar ein relatives Tief bekommen, was letztendlich in die gesamte Bewegung sehr schön reinpasst, aber zumindest ist die Sensibilisierung auf Krypto stetig gestiegen und das ist auch hier der Fall. Aber was jetzt spannend ist, dass wir ganz aktuell gerade wieder ein neues Momentum an neuen Adressen bekommen. Das heißt also, mehr Menschen machen sich gerade einen Account bei einer Exchange auf und das ist in aller Regel schon mal ein Indikator dafür zu sagen, die Nachfrage, die geht langsam wieder bis nach oben. Das Interesse geht langsam wieder bis nach oben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei erstmal dahingestellt. Ganz, ganz viele behaupten, dass Massenadoption gut ist für Krypto bzw. für Bitcoin, dass dadurch die Preise steigen. Da muss ich sagen, das ist die eine Seite der Medaille. Denn je mehr Retailer, also je mehr private Traderinnen und Trader, Investoren in das Game kommen, die konkurrieren um das gleiche Geld, um den gleichen Bestand eben mit den großen Institutionen und Banken. Und die verdienen ihr Geld in aller Regel an deinen Verlusten oder an unseren Verlusten, für eher gesagt. Und das ist halt eben das Problem, dass eben der Markt die Umverteilung nur zeigen kann. Das heißt, selbst wenn hier immer und immer mehr Leute quasi in den Markt kommen, die Statistik zeigt, ey, warte mal, mindestens 80% der Menschen verlieren ihr Geld eigentlich so mit börsengehandelten Derivaten, dann sind mehr Anmeldungen eher dazu da, dass die Preise noch ein bisschen mehr gedumpt werden, beziehungsweise wir müssen ja einfach mal realistisch betrachten, was macht denn so der Otto-Normalverbraucher an den Märkten? Die Personen, die jetzt nicht unbedingt viel mit Trading zu tun haben, die werden kaufen und das Ding liegen lassen. Das heißt also, von neuen Anmeldungen, von neuen Adressen, und das können wir uns demnächst mal anschauen, wird es sicherlich auch mehr Kaufpositionen geben als Verkaufpositionen. Wenn wir das rein auf die Anmeldung betrachten, nicht auf was bereits Bestehende mit ihren Beständen machen, ja, zum Beispiel Panikverkäufe und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz, ganz interessantes Ding, aber deswegen müssen wir hier einfach mal schauen, wie sich letztendlich dieser kleine Anstieg dann auch mit dieser Preisbewegung hier auch mehr oder weniger verbinden lässt. Wenn wir mal in so einen Artikel hier quasi springen, weil die kann ich nicht öffnen in meiner kostenlosen Version, sehen wir diese Non-Zero Balance Address Net Position Change, was bedeutet, die Adressen, die nicht null auf dem Account haben, wie viele sich da verändert haben und letztendlich sehen wir hier oben den Chart, beziehungsweise sehen wir oben auch die Beschleunigung mehr oder weniger dieser oder die Veränderungsrate dieser Adressen, die mehr oder weniger, ja weniger geht nicht, aber mehr als null auf ihren Exchange-Konten haben. Und da sehen wir hier unten das ganze Histogramm, das ist letztendlich die Veränderung dieses orangen Werts, grau wieder der Bitcoin-Preis, da sehen wir, da ist wenig passiert. Aktuell interessieren sich nicht viele für Bitcoin. Hier sehen wir bei dem ersten krassen Absturz, da ging es noch hier in diesen Purge, ja, das war quasi der reinste Ausverkauf, da haben ganz, ganz viele Leute die ihre Adressen gelöscht bzw. ihre Bestände auf Null gesetzt. Ja, kam immer wieder quasi, wobei hier der Dip eher aufgekauft wurde. Hier oben ging es dann erstmal wieder ein bisschen nach unten, dann kam das All-Time-High, aber wir sehen, das gesamte Interesse, das nimmt gerade eher ab, zumindest was diese Beschleunigung anbelangt. Das heißt, wir haben Krypto-Peaks bekommen und das flacht gerade langsam wieder ab, was nicht bedeutet, dass weniger Menschen an den Märkten sind, was einfach bedeutet, dass die Veränderung, die Beschleunigungsrate weniger wird. Und das ist spannend, wenn wir uns nämlich auch mal jetzt den Bitcoin-Chart anschauen. Bitcoin konnte sich gestern Abend wieder ein bisschen nach oben rangieren. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ja zumindest die Indizes gestern ordentlich getankt haben. Und da haben wir aktuell wirklich einen sehr, sehr krassen Missstand. Amazon fällt um 20%, Meta fällt um 20%. Klar, es ist die Nasdaq. Natürlich, die Nasdaq ist jetzt nicht der Dow Jones Industrial oder der S&P 500. Nichtsdestotrotz
sehen wir die Big Tech, also die großen, großen Unternehmen der Technologiewerte, die einfach auch sehr, sehr viel der Gesamtmarktkapitalisierung ausmachen, die fallen wirklich rigoros und die Märkte werden hier reihenweise aufkaufen. Wir sehen, wir schließen hier quasi mit einem deutlichen neuen Wochenhoch in den Märkten. Und das ist ein spannendes Ding, das müssen wir uns mal anschauen. Wir sehen hier, dass letztendlich der Bitcoin-Chart möglicherweise auch dem Ganzen versucht ein bisschen zu folgen, aber auch hier gedämmt. Wir haben jetzt hier von diesem Tief die Rejection bekommen, schöner Impuls nach oben, dadurch diesen dynamischen Widerstand, der sich hier gebildet hat, direkt wieder durchbrochen, akkumulieren uns jetzt hier oben und ja, auf kurzfristiger Zeiteinheit hier oben Price Action den Abverkauf bekommen. Die Frage ist, bleiben wir hier drunter, testen wir das an und bleiben drunter, dann würden wir auf jeden Fall mit einem tieferen Hoch wieder auf die 20k gehen und dann wahrscheinlich zumindest unter die 20k tanken. Wird das Ganze jetzt hier eine Seitwärtsakkumulation gestützt von vielleicht gleitenden Durchschnitten, kann ich das Ganze auch noch relativ gut nach oben bewegen und wir kriegen dann hier diesen schönen Impuls, dass wir möglicherweise dann sogar auch den Impuls nach oben bekommen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, wir schauen uns das Ganze auf Tagesbasis an. Nach wie vor, dieser starke Ausbruch wurde jetzt mehr oder weniger stabilisiert. Und da sehen wir, es ging nicht deutlich weiter nach unten. Schöner Hinweis bzw. schönes Signal erstmal, dass sich Bitcoin von seinen Tiefs erholt hat. Wir erwarten nichtsdestotrotz, dass wir uns selbst mit einem höheren Hoch vielleicht nochmal kurz nach unten bewegen. Das höhere Hoch wird wahrscheinlich so bei den 21,5 angesiedelt sein, der Orderblock hier, bevor wir dann die dynamische Unterstützung nochmal antesten und dann entweder den Befreiungsschlag Richtung 25k bekommen oder wieder nach unten fallen und diesen Trend fortsetzen. Nach wie vor diese Befreiungsschläge nach oben, ja, die sind zwar immer sehr, sehr schön und bilden immer sehr, sehr viel Hoffnung, müssen aber auch ganz klar sagen, wir müssen da einfach aufpassen. Ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Auch hier kann letztendlich sich ja sehr, sehr schnell wieder in den nächsten Impuls bzw. in diese nächste Range bringen. Aber wir sehen, das muss nicht immer sein. Auch hier hat der Markt diesen Ausbruch gezeigt und konnte ihn stabilisieren, wenn auch das aus einem tieferen Tief mit entsprechendem Liquiditätspush nach oben geschehen ist. Hier aktuell noch nicht. Hier sehen wir, dass der Boden gerade mehrfach zwar leicht angetestet wurde, aber noch nicht die Liquidität unter den Tiefs gefischt wurde. Deswegen diese Bewegung, diese Freiheitsschläge nach oben, da müssen wir immer ganz besonders aufpassen. Ich denke, ihr wisst mittlerweile auch, warum oder wie das der Fall sein kann. Nichtsdestotrotz da nochmal der Hinweis, bevor jetzt hier reingeaped wird, gesagt wird, jetzt oder nie, jetzt zieht Bitcoin wieder nach oben, einfach ein bisschen aufpassen. Auf Wochenbasis das Volumen auch hier etwas weiter nach unten. Sollten wir auf Wochenbasis nicht oberhalb der 20,4 schließen, haben wir auch hier lediglich die Liquidität darüber weggenommen und könnten dann sogar mit diesem, mit dieser Rejection in diesem Rejection-Bereich, in diesem Umverteilungsbereich hier sogar nochmal neues Momentum nach unten tanken. Also du siehst, charttechnisch gesehen sieht das Ganze nicht super schlecht, nicht super verkehrt aus, aber für diesen deutlichen Impuls nach oben, da fehlt einfach noch einiges. Wir bräuchten zumindest in der kommenden Woche dann den großen Impuls nach oben, der sich das hoch hier nimmt bei den 23,2, bevor wir dann tatsächlich irgendwie sagen, das Ganze kann sich jetzt super positiv oder super negativ auswirken. Und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, dass dir diese Updates hier gefallen, diese Updates dir was bringen. Technisch gesehen, dass wir das Ganze vernünftig einschätzen. Auch immer mal wieder einen Blick so hinter die Kulissen werfen, was geht on-chain, was geht off-chain ab. Und damit quasi den Kuchen dann auch mit genügend Kerzen beschmücken. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Freue mich auf das nächste Update mit dir. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.